Hallo, liebe Tiefsee-Freunde, zu einer neuen Ausgabe von Transport Fever 2. Ja, ein wunderschöner Ausblick hier auf unserer Europakarte. Wer sich vielleicht noch erinnern kann, diese Strecke hier, den Berg hinauf, haben wir letztes Mal gebaut. Und dann haben wir hier eben diese Fabrik angeschlossen. Die heißt natürlich nicht so, sondern die heißt Werkzeugfabrik. Werkzeugfabrik. Und das Holz dafür kommt von da hinten. Und mir ist im Nachhinein aufgefallen, wir könnten eigentlich hier gleich mal ja mehr Holz anliefern, also Rohholz. Und zwar dachte ich mir von hier oben. Jetzt ist aber die Frage, wie kommen wir hier runter? Und hierfür brauchen wir eine Straße. Jetzt schaut euch das mal an, wenn ich hier hochgehe. Ja. So viel dazu. Entweder eine Steinbrücke oder die hier aus Stahl. Das ist eine Rampe hier, oder? Die kostet uns 800.000. Junge, Junge, Junge. Ja, ansonsten bleibt nur noch hier verschnörkelt hinten rum, aber das macht doch keinen Sinn. Wir brauchen ja schnelle Wege, oder? So, Stein kostet ein bisschen weniger. Ja, ich glaube, in Stein reicht's auch. So. Man gönnt sich ja sonst nichts. Und hier natürlich eine LKW-Station hin. Ganz klar. So, einmal. Da unten ist schon eine, genau. Und jetzt brauchen wir wieder Fahrzeuge. Die hier. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann noch eine Linie dazu. Genau. Und die fährt natürlich von hier nach hier. Und die heißt natürlich anders. Die heißt Holz. Brett. Ulu. LKW 2, glaube ich, ist das mittlerweile. Mit dem Pfeil dazwischen. Ordnung muss sein. Ja, Ulu, genau hier. Und hier bitte mal ein Braunton. So. Perfekt. Und hier noch das Ändern in Holzfäller. Achso, zwei, machen wir das mal. Und hier Helsinki Forst. Forst. Wow. Warum heißt der Forst Helsinki und der andere heißt Ulu? Keine Ahnung. So. LKW-Station. Gut, jetzt können die da hochdüsen. Wir haben zwei frei und beide liefern jetzt hier hin, oder was? Nee. Nee, passt schon. Alles wäre gut. Alles gut. Jo, dann haben wir das jetzt auch angeschlossen. Jetzt wird dann Gelivare zwei Güter bekommen. Die Werkzeuge und eben den Treibstoff. Ja, auf dieser Karte spielen wir mit Mods, falls das immer noch einer nicht weiß. Was wollen wir in dieser Ausgabe machen? Wir schauen noch mal kurz rum, ob alles soweit rund läuft. Oder ob irgendwo Engpässe sind. Ne, das sieht halt ganz gut aus. So, schaut's da aus. Okay. Okay, das passt auch. Dann hier Riga. Wo kriegen die eigentlich ihr Werkzeug her? Hä? Wo kommt da das Werkzeug her? Ach, von hier. Ah, hier. Genau.
Passt. Könnte natürlich ein bisschen mehr sein. Wir haben hier kein Holz. Also Leute, wir müssen schon ein bisschen Gas geben hier, ne? 21 km/h fahren die hier. Aha, 60, okay. Mal ein bisschen mehr PS bitte. Ich glaube, ich muss hier mehr, ja, LKWs einsetzen, so wie es aussieht. Wo haben wir denn hier die, da, Fahrzeuge verwalten. Machen wir mal hier 1, 2, 4. Machen wir mal 4 dahinter. So. In der Hoffnung, dass das was bringt. Nebenbei fährt hier die Polizei vorbei. So. Die Frage ist, sollen wir da nochmal ein bisschen anschieben? Ich würde es eigentlich ganz geil finden, wenn wir diese Fabrik hier so weit ausbauen oder so hochleveln, dass die dann auch zugleich dann hier Riga, nicht nur Tallinn und Riga beliefert, sondern vielleicht auch Minsk mit Werkzeug. Das wäre natürlich schon eine Schau. Dafür bräuchten wir aber noch mehr Holz. Bräuchten wir noch mehr Holz, sonst wird es nix. Und der nächste Holzfäller ist hier hinten. Bei der hier ist, glaube ich, eh schon am Limit, oder? Ja, der ist schon soweit fertig. Das ist okay. Gut. Dann würde ich sagen, probieren wir es doch mal, indem wir jetzt hier einfach... Ach, da haben wir jetzt ja keinen... Wer baut denn da einen Endbahnhof hin? Oh, Leute. Sehr schlau. Nehmen wir den da, oder? Und dann lassen wir den Zug hier durchfahren. Würde ich sagen. Wer baut so einen Schwachsinn hier hin? Das gefällt mir jetzt überhaupt nicht. Warte mal. Das gefällt mir irgendwie nicht. Ich will da einen Durchgangsbahnhof haben, damit der dann von da hinten durchfahren kann. Und den Bahnhof, den setzen wir da. Natürlich gleich die große Variante. So hin. Pass auf. Ich weiß jetzt nicht hinschauen, jetzt wird es wieder etwas unappetitlich, weil jetzt muss ich das mal abreißen hier. Hilft aber alles nichts, weil... So. Problem ist jetzt nur die... können wir den anschließen? Moment, bleiben Sie ruhig. Haben wir gleich. So. Muss der dahin. Genau. Jetzt müssen wir noch eine Straße machen. Weil sonst können wir den nicht anschließen. Einfach mal die Straße hin. Ist wurscht wie. So. Das habe ich schon gesagt, dass das mein Lieblingssong ist. Ich glaube ja. Lieblingssong. Heißt Tallinn, das soll aber Tallinn Sägewerk heißen. Holzfäller. Holzfäller Bahnhof. So. Genau. Und jetzt bitte diese Geschichten hier weg. Gleise. Hochgeschwindigkeit bitte. Jetzt ist die Frage, da reicht doch dann zukünftig einer hier, oder? Glaube ich auch. Das heißt, dann machen wir hier einfach mal ganz frech ein Durchfahrtsgleis hin.
So. Und hier machen wir das so. Geht das so? Ja, perfekt. Jetzt müssen wir nur schauen. Kreuzen will ich nicht. Jetzt müssen wir schauen, dass wir runterkommen. Ja. Nee. So ist gut. Und jetzt wieder hoch, bitte. Geht das so? Kommen wir da raus? Ja. Sieht gut aus. Hä? Moment. Moment. So nicht. So, genau. Ja, einigermaßen gerade, würde ich sagen. Ich glaube, da reicht ein Gleis. Genau. Und jetzt da hoch. So. Ja, passt. Ja, wo schließen wir den... Wo bauen wir da das Depot hin? Das Depot, würde ich sagen, bauen wir vielleicht hier hin. So. Und dann bitte so. Genau. Jetzt ist die Frage, sollen wir den jetzt... Ja, den bauen wir auch aus, glaube ich, da oben. Den Bahnhof. Machen wir mal hier kurz Play. Gut. Den müssen wir auch umbenennen in Tallinn Ost Holzfäller Bahnhof. Den haben wir schon, genau. So, jetzt pass auf. Wo fährt der jetzt rein? Fährt hier rein, genau. Okay, und du hier? Bist du denn? Genau, warte mal. Stopp. Fahren da drei oder was? Was bist denn du für einer? Ach, der kommt von da. Ach, dem liefern wir schon mit zwei. Junge. Ja, das ist natürlich geil. Das ist... Jetzt weiß ich auch, warum wir hier keins mehr brauchen. Ah, da haben wir wieder zu kurz gedacht hier. Weg damit. Stimmt, den haben wir ja schon ausgebaut hier. Pass auf, dann machen wir das anders. Machen wir hier jetzt konfigurieren. Dann bauen wir hier jetzt ein zweites Gleis hin. Und auch eine Plattform, würde ich sagen. Achso, wir müssen ein bisschen länger bauen. Genau, wollten ja hier langfristig ja mehr Waggons auf die Strecke kriegen. So. Jetzt musst du mal kurz hier... was passiert jetzt, wenn ich da jetzt wegnehme hier? So will ich das machen. Damit sich die nicht hier... Ja, wobei wir könnten eigentlich... Warte mal, wir machen hier mal eine Weiche rein, würde ich sagen. So. Und dann machen wir hier... Und hier eine hin. Und da hinten reicht einer, würde ich sagen.
So vielleicht. Genau. So. Ja, da müssen sich halt eben mehr Züge das teilen hier, würde ich sagen. Genau. Das passt. Was ist mit dir jetzt hier? Achso. Genau. Warte mal, machen das. Wer reißt denn das hier weg? Der hier wird doch unten kommen. Der nimmt die andere Richtung, würde ich sagen. Ja, das glaube ich auch, dass das besser ist. Sobald der im Bahnhof ist, werden wir gleich mal das hier abreißen. Jetzt zum Beispiel. Kurz umbauen. So, pass auf. Dann machen wir das jetzt so. Okay. Dann machen wir da eine Weiche hin. Genau. Und hier ein Signal, dann ist da ein Signal, genau. Dann fährt er hier runter. Okay. Das passt. Okay. Nächster Play. So, pass auf. Und du machen wir jetzt hier Linie verwalten. Du fährst natürlich jetzt nicht mehr dahin, sondern du fährst jetzt. Ja, wo bist du hin? Langsam, du fährst hier hin und dahin. Genau. Hat er das gefressen? Warte mal. Oh. Ah, jetzt fahren beide dahin. Oh nee, Leute. Ach, warte mal. Oh. Warte, wir müssen erstmal eine neue Linie einrichten, glaube ich. Und zwar von da nach da. So, und dann machen wir hier bitte Holz, Brett, Tallen, Zug. Genau, Zug 1, Zug 2 ist das hier, genau, so. Okay. Nee. Wo sind jetzt die Züge dahin? Da. Linie. Du sollst woanders hinfahren. Du sollst nicht mehr. Junge! Der war schlecht gemacht. Warte mal. Warte mal, den verkaufe ich jetzt erstmal hier. So.
Und den verkaufe ich auch. Wir fangen nochmal von 9 an. Sonst wird es ja gar nichts mehr. Fahrzeug kaufen. Und zwar nehme ich da bitte die da natürlich. Und jetzt Cargo, die großen. Und dann bitte genau, Holztal hinzu. Schauen wir mal kurz, wo der hinfährt. Auf welches Gleis fährt der? Nimmt er das Richtige? Genau, der nimmt das da. Sehr gut. Perfekt. So, und jetzt können wir schnell schauen. Wir müssen nochmal die Strecke hier bearbeiten. Genau, die da. Die heißt nämlich nicht Tallinn, die heißt, was ist das da hinten? Das ist Tallinn Ost, glaube ich, gell? Genau, Ost ist das. Und dann machen wir hier jetzt ein Fahrzeug kaufen wieder. Und dann machen wir hier bitte das da. Und 1, 2, 3, 4, 5 bis 117 kaufen. Und dann machen wir hier zuteilen auf die Linie Ost. Das funktioniert. Hat das funktioniert jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ah ja, da steht er schon. Okay. Ja, dann scheint es zu funktioniert haben. Ja, da kommt er schon. Sehr gut. Ah ja. Alles sehr gut. Jetzt fahren wir wieder auf beide. Ich will doch nicht die beiden drauf haben. Hallo. Oh. Also langsam machen nämlich die Kerre. Warte mal, ist das hier nicht Ost, sondern das ist der hier und das ist dann praktisch hier Ost. Warte mal, irgendwas stimmt hier nicht. Das ist der Ost, weil der nach Osten fährt, laut Bahnhof. Jetzt weiß ich nur nicht, habe ich jetzt überall einen Zug drauf oder nicht? Pass auf, wo fährt jetzt der hin? Ach, du fährst jetzt da lang. Okay. Ja gut, Gott sei Dank.
Okay. Gut. Ja, sieht gut aus bis jetzt. So, da kriegt der mehr Schwung hier. Und darum haben die hier mehr Werkzeug und langfristig müssen wir dann das Werkzeug dann hier nach Minsk liefern. So sieht der Plan aus. Aber das werden wir dann die nächsten Folgen noch machen. Ziemlich kompliziert hier. So, wie schaut es hier aus? Okay. Wird da schon fleißig was geliefert? Immer noch nicht. Okay, was ist mit dir hier? Bist du jetzt voll oder halb voll oder wie oder was? Kann der kein Werkzeug liefern oder was? Die falschen. Keiner hat's gewusst oder keiner hat's gesehen. So, den brauchen natürlich wieder. Ganz klar. So. Sonst wird es natürlich nie was hier. Genau. Perfekt. Gut. Ja. Soweit, so gut, würde ich sagen. Oh, da gibt es neue LKWs. Sehr gut. Perfekt. Ja, ja. Es bleibt spannend. Oh, Eisen geht jetzt hier aber ganz schön ab wie Schmitz Katze hier, sehe ich gerade. Wir kommen gar nicht mehr nach mit dem Eisen. Da müssen wir gleich was tun. Moment. Bleiben Sie ruhig. Wir machen hier mal kurz eine Änderung auf Diesel, würde ich sagen. Damit es schneller geht und natürlich gleich auf mehr Power. So. Ja, Diesel ist die Zukunft. Diesel ist die Zukunft. Zumindest hier in diesem Spiel. So. Okay. Sie sind auch bald am Anschlag hier. Gut. Ja, wir sind gleich am Ende dieser Folge. Schaut's hier aus? Alles noch im grünen Bereich? Ja. Würde ich mal sagen, sehr gut. Ja, am Anschlag. Der könnte noch mehr Holz vertragen hier. Aber woher nehmen? Ja, von hier drüben vielleicht. Da müssen wir mit dem Schiff hier rüber. Puh. Hier, wie schaut's hier aus? Hier haben wir auch was gebaut letztes Mal. Oh, schaut euch mal den Kohlezug hier an. Ja, mein Freund, so wird das nie was. Gleich mal erweitern, würde ich sagen. So. Ja, aber zwei sind wieder zu viel, glaube ich, auf der Strecke. Kommt da unten was an? Ja, ein bisschen was. London wird damit mit zwei Gütern beliefert. Ja, sehr gut. So ist fein. Gut. Jo. Also, ihr seht schon, langsam ernährt sich das Eichhörnchen hier auf dieser Karte. Es macht weiterhin sehr viel Spaß. Ich hoffe für euch auch. Und ja, einfach dranbleiben. Und dann geht's das nächste Mal weiter. Bis dahin sage ich vielen Dank. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.